Im 18. Stock eines Wolkenkratzers in Bnei Brak, einem Vorort von Tel Aviv, residiert einer von hunderten Start-up-Inkubatoren in Israel. Doch dieser hier hat eine ganz bestimmte Zielgruppe, die orthodoxen Juden. Das hier ist ein Hightech-Inkubator für Orthodoxe. Einerseits befinden wir uns hier in Bnei Brak. Andererseits haben wir hier Programmierer und Unternehmer, die Start-ups gründen. Das hier zum Beispiel ist Israel Gurt. Er ist ein Gera Chassidim. Laut Google zählt er zu den besten Hackern der Welt. Moshe Friedman entstammt einer berühmten Rabbinerdynastie und ist selbst orthodox. Er schuf diesen hybriden Ort zwischen der Start-up-Welt und dem Kosmos der Orthodoxen. Die Hausordnung hält sich strikt an die Religionsgebote. In den Pausen beten die Männer in der Gruppe, in der Büroküche ist alles koscher und in den Seminarräumen lernen Frauen und Männer getrennt. Das hier ist der Frauenbereich. Da drüben ist der Männerbereich, hier der für die Frauen. Ob in der Schule oder an der Uni, bei den Orthodoxen sind Männer und Frauen stets getrennt. Aber in der Geschäftswelt begegnen sich die Geschlechter und damit kommen viele Orthodoxe nicht klar. Daher fällt es ihnen schwer, sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Deshalb gründeten wir diesen Ort inmitten von Bnei Brak, damit die Orthodoxen sich in der Hightech-Welt wohlfühlen. Die hier ausgebildeten Orthodoxen landen später oft in den größten Hightech-Unternehmen des Landes. Manche gründen innerhalb des Inkubators ihr eigenes Start-up und wagen sich in die verblüffendsten Bereiche vor. Hier sind wir bei Byton. Wir entwickeln eine App nach dem Vorbild von Uber. Genauso wie Sie mit Uber ein Taxi bestellen, können Sie auch Beton bestellen. Wann immer Sie wollen und so viel Sie wollen. Oder eine Betonpumpe zum Beispiel. Die meisten dieser Männer hatten noch nie gearbeitet, bevor sie hierher kamen. Sie studierten den ganzen Tag die Tora. Doch die wirtschaftliche Lage zwang sie auf den Arbeitsmarkt. Der Staat hat seine Beihilfen gekürzt, die Sozialversicherung auch. In der orthodoxen Szene kennt jeder Leute, die ins Ausland gehen, um Geld zu sammeln. Sie verschulden sich hoch, um ihre Hochzeit zu finanzieren oder andere Dinge. Deshalb beginnt bei der neuen Generation langsam ein Umdenken. Moshe gründete diesen Inkubator, um gegen die Verarmung der Orthodoxen zu kämpfen. Aber auch, weil ihre Integration in die israelische Wirtschaft dringend nötig ist. Die Orthodoxen stellen 12% der Landesbevölkerung. Aber in der Hightech-Branche arbeiten nur 1% von ihnen. Die Tatsache, dass eine so große Gesellschaftsgruppe, die sehr stark wächst, so wenig in der Industrie mitwirkt, das ist eine große Bedrohung für die wirtschaftliche Zukunft Israels. Und sogar für den Fortbestand des Staates. Eine große Herausforderung für Israel. In Bnei Brak lebt die übrige Gemeinschaft fernab von der Hightech-Welt. Eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, die sich ganz dem Tora-Studium widmet. Die Hauptstadt der Orthodoxen vor den Toren von Tel Aviv. Die ganze Atmosphäre hier atmet den Geist der Tora. Die Leute hier konzentrieren sich auf das Wesentliche, auf die Tora. Materielles zählt hier nicht. Am Schabbat stehen die Autos still. Jeder hält den Schabbat ein. Die Frauen wahren Zurückhaltung, wenn sie rausgehen. Und natürlich leben hier bedeutende Rabbiner. Deshalb möchte jeder im Bnei Brak wohnen. Es gibt hier keine Theater, keine Kinos, keine Unterhaltungsindustrie wie drüben in Tel Aviv. Hier gibt es nur Tora-Schulen. Die Tora-Schule, der Mittelpunkt orthodoxen Lebens. Dort studieren sie vor allem den Talmud, eine beachtliche Sammlung rabbinischer Vorschriften aus dem Beginn des Mittelalters. Der Text wird zu zweit analysiert und laut rezitiert. Wie viele Männer in Bnei Brak verbringt Yosef seine Tage mit dem Talmud-Studium.
Wir studieren ein Gesetz, das uns lehrt, bis wann wir vor dem Osterfest Brot essen dürfen. Denn im Talmud steht geschrieben, solange wir Brot essen dürfen, dürfen wir auch unsere Tiere füttern. Aber sobald das Fest beginnt, dürfen wir kein Brot mehr essen. Nicht mal ein paar Krümel. Yosef ist 27 Jahre alt. Ein weltliches Studium ist für ihn genauso unvorstellbar, wie irgendwann in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Sie sind Journalist. Ihr Ziel ist es, so viele Stories wie möglich zu bringen. Und mein Ziel ist es, alle Gesetze in den Büchern dieser Bibliothek zu kennen. Das ist mein Traum. Es ist meine Aufgabe auf dieser Welt. Mich niedersetzen und die Tora studieren. In diesem Sinne erziehe ich auch meine Kinder, damit auch sie sich einmal der Tora verschreiben. Die Studenten erhalten eine kleine Staatsbeihilfe von nicht einmal 200 Euro pro Monat. Auch die Tora-Schule überweist ihnen ein Gehalt. Doch wie viele religiöse Institutionen kämpft sie mit einem knappen Budget, weil es nicht genug private Spender gibt. Die Studenten hier haben seit einem Jahr kein Gehalt erhalten. Wir bekommen weniger Spenden und das Coronavirus macht das alles auch nicht besser. Aber dennoch kommen sie zum Studieren hierher, denn diese Schule ist von höchstem Wert für sie. Sogar die Nichtjuden verstehen das, also erst recht wir, das Volk Israels, das jüdische Volk. Wir kennen den Sinn des Lebens und wir wissen, dass wir im Dienst der Ewigkeit arbeiten. Für den Lebensunterhalt seiner Familie verlässt sich Yosef auf seine Frau Esther. Sie hat drei Jobs, unter anderem als Kinderbetreuerin. Der Mann wurde geschaffen, um Tag und Nacht zu studieren. Als Frau habe ich für die Familie zu sorgen. Und am Ende ernte auch ich den Lohn für dieses Studium, Gott sei Dank. Eines Tages wird Yosef nicht mehr den ganzen Tag studieren können. Denn die Geburtenexplosion bei den Orthodoxen erschüttert das ganze System. Manche Familien haben bis zu 12, 13 Kinder oder sogar 15. Die Orthodoxen haben einen anderen Blick auf die Familie. Für sie geht es da nicht nur um Liebe oder Selbstverwirklichung. Sie sehen das auch als göttliche Mission. Die Tendenz ist eindeutig. In 45 Jahren stellen die Orthodoxen voraussichtlich ein Drittel der israelischen Bevölkerung. Das ist sehr beachtlich. Moshe Glasner ist Journalist bei einem der größten orthodoxen Radiosender in Israel. Sie filmen gerade den besten orthodoxen Journalisten Israels. Das ist unser TV-Studio. Zuerst haben wir hier nur Radio gemacht, aber jetzt produzieren wir auch immer mehr TV-Sendungen. Zu den Wahlen oder zu Veranstaltungen etwa. Das gehört zur Weiterentwicklung der orthodoxen Szene. Wir haben jetzt unsere eigenen Internetseiten sowie Radio- und TV-Sender. Wir sind da sehr umtriebig. An jenem Abend geht es in Mosches Sendung um die Präsidentschaftswahlen in den USA. Für seine Hörer ein spannendes Thema. Die Orthodoxen wollen sich in den Staat integrieren. Je mehr sie werden, desto schwieriger wird es für sie, in einem Ghetto zu leben. Sie können sich nicht mehr wie eine kleine Gemeinschaft verhalten. Ihre Bedürfnisse werden vielfältiger und zwingen sie, raus in die Welt zu gehen, ohne dabei die orthodoxen Vorschriften zu vergessen. Dieser Wunsch nach Normalität veranlasst die Orthodoxen auch, das Moderne an die Religionsgesetze anzupassen. Wir sind in der Privatboutique von Rivka Benchaim. Sie kreierte eine Kollektion, die die Strenge der orthodoxen Kleiderordnung ordentlich auflockert. All das gab es vorher nicht. Die Frauen trugen nur Rock und Bluse in Schwarz und Weiß. Rosa und Lila gab es nicht. Es gab eigentlich überhaupt keine Farben. Die Kleider müssen jedoch sehr strikte Kriterien erfüllen, damit die Züchtigkeit der Frauen gewahrt bleibt. Zur Wahrung der Anstandsregeln muss die Kleidung hochgeschlossen sein. Sie darf nicht durchsichtig sein. Deshalb haben wir ein T-Shirt darunter genäht. Die Arme müssen bis zu den Ellenbogen bedeckt sein und der Rock muss bis unter die Knie reichen. Man kann alle möglichen Modelle anpassen. Sogar ein furchtbar gewagtes Kleid wie von Beyoncé etwa. Das ist alles andere als züchtig. Unsere Stylistin fügt dann etwas Stoff hinzu und schon wird es züchtig. Man kann züchtig sein und trotzdem wie Beyoncé aussehen. An diesem Tag hat Rivka einen Geschäftstermin mit der Inhaberin eines Kosmetikstudios aus Jerusalem.
Sie wollen ihre Kundendaten zusammenlegen, um ihre Umsätze zu steigern. Wir könnten eine Online-Verlosung organisieren. Das bringt uns viele Klicks. Wegen des Lockdowns tummeln sich alle in den sozialen Netzwerken. Das ist mein Instagram. Wir könnten die Verlosung auf meine Story einstellen. Die sozialen Netzwerke stehen im Mittelpunkt der Marketingstrategie, denn sie sind für die orthodoxen Frauen der einzige Zugang zur Mode, da sie zu Hause meist keinen Fernseher haben. Geschützt vor Männerblicken vermitteln orthodoxe Models in den Werbespots das Bild einer selbstbewussten, attraktiven Frau, die mit der Zeit geht. Früher war eine orthodoxe Frau entweder Grundschullehrerin oder Kinderpflegerin. Manche lernten einen Beruf, aber das war's dann auch. Heute wollen die Frauen sich selbst verwirklichen. Sie haben andere Ziele, als nur Hausfrau zu sein. Natürlich bekommen sie auch weiterhin Kinder und kümmern sich um Großfamilien. Aber gleichzeitig entfalten sie sich auch und wollen sich etwas Gutes tun. Bis zu welchem Punkt sind orthodoxe Werte mit der modernen Welt vereinbar? Was tun, wenn die Religionsgebote der Sehnsucht nach Kunst im Weg stehen? Bevor sie Gesangsunterricht nahm, hatte Kira noch nie etwas von klassischer Musik gehört. Als ich das erste Mal eine Oper hörte, musste ich lachen und fragte mich, was ist das denn? Genau, sie lachten und sagten, diese Musik ist echt komisch. Das ist ja für sie völlig fremd. Wenn sie dann mit der klassischen Musik beginnen, dann ist das wie eine innere Explosion. Und das Endergebnis kann sich sehen lassen. Die Schülerinnen dieser renommierten Schule entdeckten die Musik erst mit 18 Jahren, denn sie stammen alle aus orthodoxen Familien, die die weltliche Kultur oft ablehnen. Die Schule nimmt nur Mädchen auf, weil das jüdische Gesetz es Frauen verbietet, vor Männern aufzutreten. Kira wird also nur für Frauen singen. Es ist meine Entscheidung. Niemand zwingt mich, nur vor Frauen aufzutreten. Ich habe aus freien Stücken beschlossen, Gottes Wille zu erfüllen, und deshalb singe ich nicht vor Männern. Das begrenzt natürlich die Möglichkeiten. Ich werde niemals auf einer Bühne singen können, wo jeder mich sehen kann. Aber es entsteht gerade ein neues Publikum, ein weibliches Publikum. Sie organisieren Partys, Feiern für junge Mädchen, Festivals für Frauen. Wenn ich meine Lieder singe, betone ich immer, dass sie nur für Frauen bestimmt sind und nicht für Männerohren. Wenn sie trotzdem zuhören, dann ist das nicht meine Schuld. Letzten Sommer heiratete Kira ihre Internetliebe Avrumi, ein Orthodoxer wie sie. Er ermutigt sie, ihren Traum vom Singen weiterzuverfolgen, ohne Angst vor dem Gerede. Niemand kennt so gut wie Avrumi den Argwohn der orthodoxen Welt für jene, die aus vorgezeichneten Wegen ausbrechen wollen. Kurz vor Tagesanbruch im orthodoxen Jerusalem spricht Avrumi schon sein Morgengebet. Er gehört zur Gemeinschaft der Belzach Hasidim. Eine ganz eigene Welt, in der sie noch Jiddisch sprechen, die Sprache der osteuropäischen Juden. Wie die meisten Orthodoxen wuchs Avrumi in einem Viertel fernab von allem Weltlichen auf. Für sie ist das Leben wie ein Übergang in die Welt danach. Von allen Seiten lauern die Versuchungen. Und sie haben Angst vor dem Unbekannten. Davor, dass etwas von außen den Menschen vom rechten Weg abbringt. Avrumi hat keine Angst vor dem Unbekannten. Er brach sogar das größte Tabu für einen jungen Mann seiner Religionsgemeinschaft. Er ging zur Zahal, der israelischen Armee. Das war seltsam. Wie ein Schock. Es war so anders.
Ich hatte damit nie was zu tun gehabt. Das war wie in ein arabisches Dorf kommen. Ich verstand nicht, was man von mir wollte. Bei uns spricht man zum Beispiel Jiddisch, das ähnelt dem Deutschen. Und auf einmal sprach man Hebräisch mit mir. Avrumi diente in einer Kampfeinheit, doch für seine Reservistenzeit hat die Zahal ihn für den Kampf gegen Covid-19 eingesetzt. Donnerstag fühlte er sich fiebrig und schwach. Der Mensch soll Gott dienen, aber er soll auch seinem Nächsten helfen. In der Bibel heißt es, wer einen Menschen rettet, der rettet die gesamte Menschheit. Die meisten Soldaten in der israelischen Armee sind laizistisch und hatten in ihrem Leben noch nie etwas mit einem Orthodoxen zu tun. Woanders wären wir uns wohl nie begegnet. Selbst wenn wir uns irgendwo über den Weg gelaufen wären, hätten wir wohl kein Wort gewechselt. Hier reden wir miteinander, machen die gleiche Arbeit, tragen die gleiche Uniform. Wir sind auf Augenhöhe. Um ein Israeli wie jeder andere zu sein, musste Avrumi weit weg von seiner Heimat, weit weg von der Wut seiner Verwandten. Ich finde nicht, dass ich zu weit gegangen bin. Ich habe nur getan, was ich tun musste, ohne zu beachten, was mein Umfeld dazu sagen würde. Ich habe es kurzerhand einfach gemacht. Hier habe ich 4 Jahre lang gelebt, während meines gesamten Wehrdienstes. Avrumi musste während seines Wehrdienstes in ein Wohnheim ziehen, weil seine Eltern ihn vor die Tür setzten. In diesem Zimmer schlief ich. Viele orthodoxe Familien sehen den Eintritt in die Armee als Verrat der eigenen Erziehung und Werte. Das ist so, als ob ein Vater ein Kind hat, das zu Hause Drogen raucht. Der wird ihm sagen, alleine, dass du Drogen rauchst, ist inakzeptabel. Aber dass du das auch noch hier machst, geht gar nicht. Du kannst deinen Brüdern nicht vorleben, dass Drogenrauchen okay ist. Ein orthodoxer Vater träumt davon, dass sein Sohn ist wie er, ein frommer Mann, der auf die Tora hört und gottesfürchtig ist. Und auf einmal bedroht die Armee das alles. Dann fühlt er sich bedroht. Und nicht nur er, sondern auch die anderen Kinder. Das Wohnheim beherbergt kostenlos auch andere junge Orthodoxe, die von ihrer Familie verstoßen wurden, weil sie zur Armee gingen. Sie haben sich alle freiwillig verpflichtet, denn die Orthodoxen fordern vom Staat Israel die Aufhebung der Wehrpflicht für ihre Kinder. Die orthodoxen Familien akzeptieren nichts, was mit dem Staat Israel, dem Zionismus oder dem Krieg zu tun hat. Für sie ist die Armee ein Instrument zum Verderb ihrer Kinder. Das ist problematisch. Die Orthodoxen haben ein sehr schwieriges Verhältnis zur Armee. Das führt zu Kontaktabbruch, Ausschluss und Hass. Dieses Misstrauen gegenüber dem Staat beschränkt sich nicht nur auf die Armee. Während der Corona-Krise ignorierten einige Orthodoxe die Regierungsanweisungen. Schulschließungen, Versammlungsverbote und selbst das Maskentragen lehnten sie ab. Die israelische Polizei musste hart durchgreifen, um die Regeln durchzusetzen. Manche orthodoxe Viertel regelte sie ab, was zu städtischen Unruhen führte. In Europa und in den USA sind die Juden immer die Sündenböcke. Und hier sind es die Orthodoxen. Bei der Suche nach einem Schuldigen ist es ja auch viel einfacher, sich auf den Kleinen und Schwachen zu stürzen, der sich in den Medien oder in den sozialen Netzwerken nicht wehren kann. Sie sagen uns, ihr Orthodoxen verbreitet diese Krankheit. Das schmerzt. Die Corona-Unruhen haben den Graben zwischen den Orthodoxen und den Laizisten noch vertieft. Einer der alten Risse durch die israelische Gesellschaft. Das ist ein Staat im Staat. Viele orthodoxe Strömungen wollen sich in die israelische Gesellschaft integrieren. Und der Staat soll dazu auch ermuntern. Das Problem ist nur, dass einige orthodoxe Anführer diese Integration stark behindern. Man sieht das etwa an ihrem Widerstand, die Jungen Wehrdienst leisten zu lassen, an ihrer Weigerung, öffentliche orthodoxe Schulen zu gründen oder an ihrem Beharren auf Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit. Wir sind ein Volk, wir müssen miteinander leben. In der Vergangenheit hat das schon geklappt, da müssen wir wieder hin.
Die Versöhnung von Laizisten und Orthodoxen, das ist das Ziel von Melek Silberschlag. Der junge Mann erklärt im Fernsehen humorvoll die Welt der Religiösen. In dieser Sendung verrät er, wie man die unterschiedlichen orthodoxen Strömungen erkennt. Etwa an der Hutform, an der Frisur der Schläfenlocken oder sogar an der Schuhform. Er knöpft sich auch schonungslos die trivialsten Stereotypen vor. Entgegen der landläufigen Annahme waschen wir uns jeden Tag. Das ist genial. Er ist ganz anders. Sehr erfrischend. Ich wirke wie ein komischer Kauz. Also stellt sie mir Fragen, interessiert sich für mich. Wäre ich wie jeder andere, würden die meisten Menschen mich nicht beachten. Das ist die gesamte israelische Gesellschaft vereint in einem Menschen. Er ist orthodox, aber wendet sich an die Laizisten. Er kennt unsere Sprache, spricht aber auch Jiddisch. Das ist etwas ganz Besonderes. Beim Dreh bewegt sich Melek in einem Israel, das mit seinem Heimatkosmos nicht viel gemein hat. Dem Israel von Tel Aviv. Westlich, laizistisch, fast antireligiös. Dreadlocks gegen Schläfenlocken. Zwei Welten, die kaum etwas voneinander wissen. Wir kennen einander nicht, aber wenigstens haben wir bei solchen Anlässen die Gelegenheit, uns besser kennenzulernen. Du sitzt neben einem Orthodoxen oder einem Araber, einem Hippie oder einem Snob. Und eigentlich kommen wir ganz gut miteinander aus. Wenn man Israel als pluralistisches Land versteht, als buntes Mosaik, dann muss man auch dazu stehen. Sich zu streiten ist einfach. Lasst uns ruhig streiten. Aber lernen wir uns erst kennen und entscheiden dann, ob wir uns mögen oder nicht. Jeden Tag studiert Moshe Friedmann mit einem Freund aus dem Start-up-Inkubator den Talmud. Er schätzt das ständige Hin und Her zwischen antiker jüdischer Tradition und der Spitzentechnologie. Manche denken, wer die Tradition bewahrt, der bleibt in der Vergangenheit verhaftet. Aber die Zukunft ist Innovation. Für mich ist das aber kein Widerspruch. Ich denke, das Talent zur Innovation entsteht gerade durch die Reflexion, durch die Analyse, durch diese lange Tradition des Torah-Studiums. Dieses Vermächtnis befähigt uns zum Blick nach vorn und zum Erfinden neuer Dinge. Das ist eine einzigartige Kombination. Und in meinen Augen ist das die Start-up-Nation. Trotz vieler Widerstände und Vorurteile, die Welt der Orthodoxen scheint sich zu verändern, von innen nach außen. B'nai Brak und Tel Aviv nähern sich einander an.